Willkommen zum Thema Schlauchmaterial und Netzmittelzumischung. Zum Schlauchmaterial geistern viele Dinge herum. Oft werden C-Schläuche eingesetzt, obwohl der D-Schlauch in der Vegetationsbrandbekämpfung das Mittel der Wahl sein muss. Literleistungen bis zu 130 Liter die Minute sind mit einem D-Schlauch problemlos möglich. Gleiche Literleistungen bringt auch der C-Schlauch, wiegt aber fast das Vierfache. Das heißt, von der Mobilität im Gelände, Wasserleistung und auch von den vorher zu haltenden Wassermassen, die ich brauche, um den Schlauch einfach zu füllen und das Wasser nach vorne zu transportieren, ist der D-Schlauch das effizientere Einsatzmittel. Wurfweiten mit D-Hohlstrahlrohren zu C-Hohlstrahlrohren oder C-Mehrzweckstrahlrohren, die überwiegend verwendet finden, kein großer Unterschied. Auch Eindringtiefe und Druckschwankungen sind hier kein Problem. Auch hier gilt es, auszuprobieren, was für den örtlichen Bereich tauglich ist. Nun starten wir mit den Erläuterungen der zu beschaffenden Gerätetechnik. D-Schlauchmaterial, von vielen Feuerwehrleuten belächelt, oft nur an der Kübelspritze vorhanden, ist es in der Vegetationsbrandbekämpfung ein sehr effektives Einsatzmittel. Geringere Schlauchgewichte aufgrund der geringeren Wassermenge, die im Schlauch enthalten ist, bessere Manövrierbarkeit im Gelände, zeichnen diesen Schlauch im Vergleich zu den C-Schläuchen aus. Die Finanzmittel sind knapp. Das heißt, wenn Sie D-Schläuche beschaffen, empfehlen wir Ihnen, Schläuche mit einer Außengummierung zu beschaffen, die eine bessere mechanische Beständigkeit, zum Beispiel gegen Abrieb, gegen das Beschädigen der Oberflächenschicht durch zum Beispiel Wurzelenden, die aus dem Boden ragen, oder auch durch Glutnester im Boden haben. In diesem Fall ist dieser Schlauch sogar mit einem Iconos-Klemmgleitring ausgestattet, der ein Vorbeigleiten an Hindernissen ermöglicht und so ein Verhaken der Schläuche beim Nachziehen im Gelände verhindert. Zum Schlauch dazu gehört natürlich auch ein richtiges Strahlrohr. Hier gezeigt ein behelfsmäßiges D-Hohlstrahlrohr, hergestellt aus einer Eurospritze oder Eurodüse, je nach Hersteller, mit einer Literleistung zwischen 60 und 80 Liter die Minute. Die Wurfweite entspricht in etwa der eines C-Mehrzweckstrahlrohrs. Das heißt, auch hier kommen wir mit D in der richtigen Kampfkraft beim Vegetationsbrand an. Sollten die Brandentwicklungen zu intensiv sein für eine D-Leitung, würde auch das C-Strahlrohr im Regelfall keinen Unterschied machen, da das Feuer zu intensiv und zu schnell für die Bekämpfungstaktik wird. Netzmittel. Speziell in der Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung ein oft benutztes Einsatzmittel, um die Eindringtiefe des Wassers in die Glutnester und letzten Endes zum Löschen des Feuers zu verbessern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit Netzmittelzumischungen und der normalen Feuerwehrtechnik, der Z-Zumischer, zu arbeiten. Diverse Hersteller bieten Aufsätze an, um in der regelbaren Zumischleistung unter 1% zu kommen. Das wäre die Mindestleistung, die der Z-Zumischer erreichen muss nach Norm. Wir können dort 0,1, 0,3% erzeugen, 0,5% je nach Hersteller, sodass auch eine Netzmittelzumischung mit Standardfeuerwehrtechnik möglich ist. Zusätzlich bietet ein Hersteller, hier in diesem Fall die Firma Scotty, Netzmittelzumischrohre an, die in eine D-Leitung eingekuppelt werden oder, wie in diesem Fall, die als Netzmittelhandrohr vorne anstelle eines Strahlrohres eingekuppelt werden. In diesem Strahlrohr befindet sich eine Seifenkartusche, die vom Wasser umströmt wird und dabei Netzwasser erzeugt. Netzwasser ist wie alles kein Allheilmittel in der Wald- und Flächenbrandbekämpfung. Nur da einzusetzen, wo es wirklich erforderlich ist, nämlich dort, wo wir tiefe Glutnester haben, wo das Wasser tief eindringen muss, weil die Ascheschicht sonst analog wie eine Glasur arbeitet und das Wasser abrinnen lässt. Wir wollen Eindringtiefe erreichen, wir wollen die Glutnester zum Verlöschen bringen, hierfür bietet sich Netzmittel an. Vorteil dieser Kartuschenrohre ist, wir können die Rohre im Gelände öffnen, die entsprechende Seifenkartusche herausnehmen, nur mit Wasser arbeiten, können die Seifenkartusche wieder einsetzen und das Ganze entsprechend mit Netzmittel versorgen. Zusätzlich können das Handteil und das Strahlrohr auch zu einem D-Strahlrohr umgebaut werden, ohne dass überhaupt das lange Netzmittelrohr Verwendung findet.